Servus und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 8. Diesmal geht es um Sanitär. Ich habe gelernt, die Basics gelernt, wie man Sanitär verlegt, mit Hilfe von einem Kollegen, der Sanitär war, und der hat es mir gezeigt, hat mir auch die Maschine geliehen zum Abpressen der Verbindung. Man sieht es, hier sind wir jetzt komplett schon durch. Und ich zeige euch vlogmäßig, wie ich das hier überall im Haus verlegt habe. Wir haben jetzt zu 90% überall diese Aluverbundrohre anstatt der alten Kupferrohre. Wenn ihr ein Tutorial wollt, schreibt es unten ins Kommentar. Ich mache gerne noch mal eins drüber, wo ich genau drauf eingehe, auf was man achten muss. Ich habe viele Fehler gemacht, viel gelernt. Das Wissen gebe ich gerne weiter, aber jetzt hier ein kurzer Vlog. Viel Spaß. Hier kommen wir hoch mit der Zuleitung. Hier fehlen uns noch zwei T-Stücke. Jetzt einmal hoch hier, Dusche, warm, kalt. Hier kommt das Waschbecken für Toilette dran. Und hier kommt die Spüle dran. Habe jetzt alles hier verpresst. Und jetzt können wir von der Seite beplanken. Von der Rückseite praktisch. Und dann diese Halter hier ranschrauben. Jetzt wird es hier richtig spannend mit der Sanitärinstallation. Bis hierhin sind wir ja gekommen am Wochenende. Und von da müssen wir jetzt anschließen an diese zwei Stränge. Die gehen hoch ins Bad. Und weil die aus Kupfer sind, hat der Kollege gesagt, ersetzt die auch durch solche Aluverbundrohre. Direkt da, wo sie anfangen, also im Heizraum unten. Und um das zu realisieren, musste ich hier ein Loch rein. Habe ich reingespitzt. Da unten ist der Keller. Alter Latz. Wie sieht's denn hier aus? Da kann man hochgucken. Ey, ganz im Ernst, ich fühle mich gerade wie so ein Panzerknacker, der jetzt probiert, einen Tunnel zu graben, um die Bank auszurauben. Heute kam jetzt das letzte Päckchen an mit Teilen für die Rohre hier mit Fittings. Ich hoffe, diesmal habe ich alles. Es hat jetzt über 2 Wochen gedauert, bis ich alles hatte. Da hatte ich wieder Teile, dann wieder geguckt, ah nee, da fehlt wieder das oder das passt nicht. Und ja, wenn man keine Ahnung hat, ist halt blöd, aber mittlerweile habe ich schon so eine kleine Basis an Wissen mir angesammelt, Sanitärwissen. Also die groben Schnitzer, die werde ich jetzt beim nächsten Mal nicht mehr machen, wenn es nochmal dazu kommen sollte. So, vor allem die Brummer hier brauche ich nicht fallen lassen. Schauen, dass hier kein Dreck reinkommt, das ist fatal. Da können sie vielleicht nicht mehr dichten. Jetzt checke ich mal, ob alles passt, weil morgen will ich die Rohre verlegen. Da wir jetzt auch relativ früh am Morgen haben, fange ich ja erstmal an mit der Isolierung. Ja, hätte ich das vorher gewusst, wie man richtig isoliert, oder eigentlich ist ja klar, aber der Kollege hat mich darauf hingewiesen, ist am einfachsten, man isoliert halt gleich während man das verbaut, weil jetzt hier so ein kleines Stückchen zwischendrin macht eigentlich wenig Sinn, das hätte man sich auch sparen können. Man muss die dann alle zuschneiden, immer im Sinne jetzt die Gradwinkel. Also, wie man jetzt hier sieht am T-Stück, schneidet man einfach zur Hälfte 45 Grad ab, auf der anderen Seite auch und unten wie so ein Dach dran und an den Ecken halt einfach komplett 45 Grad. Und so stückele ich das jetzt zusammen, arbeite mich vor. Wie gesagt, hier fehlen auch noch Fittings, die ich jetzt aber habe. Danach mache ich entweder die Steigleitung oder ich gehe in den Keller. Im Keller muss ich auf jeden Fall dübeln. Da habe ich so Rohrstellenhalter besorgt. Die hier. Mit dem muss man die in der Decke festmachen. Absolutes Neuland und ich freue mich richtig. Ich habe so ultra Bock. Also ich mache jetzt auch nichts mit dem Zollstock oder so. Ich hebe das einfach hin, guck und das war halt 2 mm länger. Passt das. Von diesem Hahn zu starten mit der neuen Leitung. Also die kommt weg. Die geht rüber zur Heizung, wird erhitzt. Warm Wasser, ne? Hier ist die Decke weg. Damit das die Rohr, das Rohr entfernt. Läuft hier lang und geht dann eben hier hoch. Und die sägen wir ab, legen es lang und dann muss man hier oben halt wieder die Decke neu verkleiden. Aber das sollte ja kein Problem sein, ne? Let's go!
Und wie muss gerade Wasser in die Flex gelaufen sein? Das war ja noch ein bisschen Wasser da drin. Und jetzt geht's ja nicht mehr. Jetzt lege ich es erstmal zur Heizung, dass es ein bisschen trocknet. Und den ersten Eimer runterstellen. Habe ich jetzt gerade erst vergessen. Jetzt mal mit dem 26er Rohr angefangen. Hier, das war der Schraubmuffe. Hoch, Winkel dran. Nächster Winkel. So, da muss stecken. Hier geht's weiter. Hier kommt jetzt ein T-Stück dran, wo es dann einmal nach oben geht. Und das andere andere Stück geht hier weiter und wird dann hier angeschlossen. Man sollte immer erst sich alles zusammenbauen und dann abpressen, weil wenn man es verpresst, dann werden die ganz starr. Man kann die dann auch nicht mehr drehen. Und ja, das wäre dann ultra anstrengend, das zusammenzubauen. Wahrscheinlich gar nicht möglich. Gerade bei dem starren Rohr, bei den kleinen, beim 20er und beim 16er Rohr, da geht es noch. Die sind ein wenig flexibel, kann ich ein wenig biegen, aber beim großen, da kann ich nichts biegen. Was du die auch nicht vergessen sollte, die Schellen jetzt gleich zu setzen. Weil wenn ich alles in Position bringe, muss ja oben drüber mit dem Bohrer kommen, um die Schelle zu setzen. Und jetzt kann ich das ja noch alles schön hier auseinander machen, zur Seite biegen, so, hochbohren. Ja, ich hole jetzt mal die Schellen in die Dübel. Jetzt ist 9:30 Uhr, jetzt gibt es erst mal Knoppers. Zehner Dübel. So eine Stockschraube. Jetzt muss ich es aber erst abpressen, weil wenn ich jetzt alles festschraube, komme ich nicht mehr hin. Ne? Zack, zack. Und abpressen. So, ist kein Strom drauf. Also am besten geht es auf den Boden, aber ich wollte es euch gerade einmal zeigen. So, jetzt ist es fest. Jetzt kommt das letzte Fitting. Hier, das ist die letzte Verbindung. Yeah! So, dann drehen wir hier mal auf. Und hier. Und hier. Bisher höre ich nichts. Das ist ein gutes Zeichen. Ups, da waren zwei Dinger nicht abgepresst. Die aus Kupfer, ich ganz vergessen gehabt. Ich hab ganz schnell die Kabeltrommel ausgesteckt und das Licht ausgemacht. Jetzt sieht's gut aus. Das war knapp, ne? Frischwasserverlegung ist jetzt komplett abgeschlossen. Jetzt steht nur noch das Abwasser an. Kommt in Flock 9. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.